Jo, moin moin auch. Habe ja gesagt, ich stelle euch mal ein paar Sachen vor von der Schrauberbox, der drin Nero so für uns zur Verfügung stellt. Und heute nehme ich mal den umgebauten MB-Truck. Einerseits Black Devil mit 598 PS. Eins der Zugtiere, muss man ja schon sagen, bei uns auf dem Hof. Ich werde einfach wieder mal einen etwas größeren Hänger ziehen. Einfach wieder hoch zu den Schweinen. Mal gucken, was er kann. Natürlich auch wieder mit der Matschprobe. Also ein Monstergefährt. Und echt mal wieder richtig spaßig. Da steht das große Vieh auch schon. Würde ich einen Monsterumbau. Ich habe auch immer Angst, wenn man Gas gibt, dass andere Fahrzeuge daneben ausgehen. Oder auch vielleicht andere gar keine Luft mehr kriegen und einfach umkippen. Muss man schon aufpassen. Ein Monster, Monster, Monster. Hat auch eine Rückvereinrichtung für den bekommen. Was natürlich auch super ist, hat sich der Boy von uns so gewünscht. Jetzt hat er's. Reiß mir einfach mal an die Kiste. Sound verrät schon, der kann was. Wir heizen einfach mal los. Mal gucken, wie der reißen kann, der Gute. Vor allem auf die Orze, aus beiden Rohren voll alles raus. So, ein bisschen aufpassen beim Fahren. Hupe, die sprechen natürlich auch vorhanden. Dass ich auch schön bemerkbar machen kann. Ja, erstmal ran an Zaun. So, ich gebe ein bisschen Gas. Links und rechts. Bogen machen wir mal. Weil wenn der kommt, machen die meisten wahrscheinlich eh Platz. Es ist wirklich ein Monstergefährt. Wir fahren jetzt wieder schön zu Hein Fidi hin. Holen uns den Anhänger weg. Reißen den eben den Berg hoch. Dann müssen wir mal gucken können, was denen das ausmacht. Und dann galoppieren wir einmal durch den Schlamm. Auch noch mal sehen, wie er aussieht, wenn er völlig vom Marsch begraben ist. Und schwer zu erkennen, wieder Hein Fidis Werbung. Die rosa Traktoren. Man kennt es ja schon, man kennt es ja schon. So, da steht auch schon das kleine Schmuckstück, was wir mitnehmen sollen. Kennen wir natürlich nichts. Schön beten, bleibt vorsichtig. Beim Ankoppeln der Ganze. Zack, Welle ran. Läuft. Oh, die Anschlüsse brauchen wir nicht. Wir sind heute nicht in Einsatz. Man merkt schon an den Rauchzeichen, das heißt so viel wie ich freue mich. Deswegen blinke ich auch erstmal zur falschen Seite. Los rum mit dir da. Das war eng, aber passt. Erstaunlich bei diesen Burschen natürlich. Man merkt überhaupt nicht, dass da irgendwas dran hängt. Der reißt das Ding einfach hinter sich her und fertig.
so ein Ding beladen ist, dann sagt er aber trotzdem noch 20, 25 km/h hier hoch, überhaupt kein Problem. Da kommt er dann erstmal auf Betriebstemperatur. So, wollen wir mal gucken. Oh, da schmeißt er den Scheiß aber direkt den ganzen Hänger voll. Ein bisschen dosieren, dass die PS auch so richtig sich in den Erdboden reindrücken können. So, drehen wir das ganze Vieh mal um. Wer hinfährt, muss auch zurück. Und er gräbt sich dadurch. Kein Problem. So. Ja. Das ist er. Unser Hofbolide. Den wir holen, wenn gar nichts mehr geht. Der reißt einfach alles weg. Mal wieder geht der Dank an den Brunero von der Schraubbox. Mal wieder hervorragende Arbeit. Einer der wieder spaßigsten Sachen, die wir bei uns haben. Und wir freuen uns, dass wir damit spielen dürfen. Hoffe, hat euch soweit gefallen. Ein paar Dinger gibt es ja noch. Wir haben wieder neue Lieferungen heute nachbekommen. Also einige wird es ja noch kommen. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.